Ihr seid jetzt bestimmt total neugierig geworden, was Licht und Aquarium miteinander zu tun haben. Hallo kleine Forscher, ich bin Melli und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Tetra kleine Forscher, der Mitmach- und Entdecker-Club für junge Aquaristikeinsteiger wie euch da draußen. Wir zeigen euch in 5 Folgen, wie ihr am besten euer Aquarium einrichtet, welche Fische am besten zusammenpassen und wie man die Fische am besten füttert. Also viel Spaß! In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Beleuchtung. Wenn ihr aber wissen wollt, wie wir unser Aquarium eingerichtet haben, dann schaut doch einfach mal hier oben in dem i, da ist die letzte Folge zu sehen. Ihr seid jetzt bestimmt total neugierig geworden, was Licht und Aquarium miteinander zu tun haben. Ich kann euch das noch nicht genau sagen, aber ich glaube, Barbara, unsere Biologin, wird uns da mal auf die Sprünge helfen, oder? Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, wofür brauchen die Fische Licht? Erstmal für ihren Tages-Nacht-Rhythmus, um zu gucken, okay, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht. Und vor allen Dingen brauchen auch die Pflanzen im Aquarium das Licht, denn die betreiben Photosynthese den Tag über. Barbara, erklär doch nochmal für alle, die Photosynthese noch nicht kennen, was genau ist denn das? Mit Sonnenlicht und Nährstoffen betreiben Pflanzen tagsüber Photosynthese. Das heißt, sie nehmen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. Und so machen wir das ja auch im Aquarium. Wir haben oben das Licht im Aquarium und wir haben die Nährstoffe im Boden. Das nehmen sich die Pflanzen und geben den Sauerstoff an die Fische ab. Melli, weißt du, warum die Pflanzen grün sind? Nein, wisst ihr es? Also, die Pflanzen sind grün, weil die das sogenannte Blattgrün in sich tragen. Man nennt das auch Chlorophyll, gar nicht so schwer dieses Wort. Und dieses Chlorophyll sorgt für die Photosynthese tagsüber bei den Pflanzen. Also ich finde, das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich möchte noch mal kurz wiedergeben, ob ich das auch ja richtig verstanden habe. Die Pflanzen brauchen Licht, um zu wachsen und um die Photosynthese durchzuführen, richtig? Das ist richtig, genau. Aber woher weiß ich denn jetzt, wie viel Licht so eine Pflanze am Tag braucht? Naja, man sollte das Licht ca. 10 bis 12 Stunden anlassen im Aquarium und dafür ist eine Zeitschaltuhr eigentlich ganz gut geeignet. Und Barbara, was für ein Licht kommt denn in das Aquarium rein? Für die Aquarien gibt es heutzutage Gott sei Dank LEDs. Die sind energiesparend, umweltfreundlich und langlebig. Okay, also das mit dem Licht habe ich jetzt verstanden. Aber was passiert denn, wenn das Licht aus ist? Gehen die Fische dann schlafen, so wie wir? Fische haben ja keine Augenlider, das heißt, man sieht nicht richtig, ob sie schlafen. Aber sie ziehen sich tatsächlich etwas zurück hinter Pflanzen, hinter diese Versteckmöglichkeiten, die wir denen da geboten haben im Aquarium. Die Atmung wird langsamer, das heißt, die Kiemen, die bewegen sich etwas langsamer, das sieht man. Und meistens werden die Fische auch etwas blasser. Die Kiemen bewegen sich langsamer? Wie war denn das nochmal mit den Kiemen? Was bei uns die Lunge ist, ist bei dem Fisch die Kieme. Bei uns geht die Luft, wenn wir einatmen, über die Nase, über die Bronchien, landet dann irgendwann in der Lunge. Und beim Fisch kommt der Sauerstoff, der im Wasser vorhanden ist, direkt an die Kieme und direkt in den Blutkreislauf der Fische. Und so atmen die Fische. Und genau deswegen brauchen wir so viele echte Pflanzen im Aquarium und gut wachsende Pflanzen, die viel Photosynthese betreiben können. Okay, tagsüber sind die Pflanzen für den Sauerstoff zuständig. Aber Barbara, was ist denn nachts? Die Fische brauchen doch nachts auch Sauerstoff, oder? Dafür gibt es Luftpumpen, so wie diese hier zum Beispiel. Die gibt den Sauerstoff nachts an das Aquarium ab. Wir wissen jetzt, dass Fische total viel Sauerstoff brauchen. Aber wir wissen auch, dass sie an der Luft nicht überleben können. Warum eigentlich nicht? Es gibt schon einige Fischarten, die schon mal an die Wasseroberfläche kommen und Luft atmen. Das sind Darmatmer wie die Panzerwelse, die wir auch in unserem Aquarium hier drin haben. Oder auch Labyrinthfische, die gehen dann schon mal an die Wasseroberfläche und schnappen nach Luft. Aber in der Regel atmen sie eben diesen Sauerstoff nur unter Wasser. Andernfalls würden die Kiemen oben an der Wasseroberfläche verkleben, wenn die dann ständig auf dem Trockenen wären. Und dann könnten sie natürlich irgendwann nicht mehr atmen. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Aber bevor die Folge jetzt hier zu Ende ist, hat Barbara noch eine kleine Aufgabe für euch. Genau. Beobachtet doch mal, was eure Fische im Dunkeln machen, wie sie sich verhalten und wie sie auch aussehen. Wir haben heute gelernt, wie wichtig Licht fürs Aquarium und für die Fische ist. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann alles rund um das Thema Wasserqualität und Barbara ist natürlich auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.